Der FC Rheinach feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Grund genug für ein grosses, vielfältiges dreitägiges Fest auf der Sportanlage Vierte. Sogar der Petrus hat sich mit prächtigem Wetter als Fan vom FC Rheinach geoutet. Haufen Leute, schön Wetter. Volksaufmarsch ist, glaube ich, allen klar gewesen, wird es so nicht. Es ist so ein bisschen wie, man schaut, aha, doch, man kann sich hier bewegen. Es ist angenehm. Familien kommen, Ältere, Gäste oben auch, Jüngere, Ältere, alles gemischtes Publikum. Da denken wir das Programm scheinbar so, wo irgendwie jedem zugesagt hat, dass jeder sagt, ja, gehen wir mal schauen. Ist ja endlich wieder mal etwas los. Ich glaube, das ist der Punkt, den wir getroffen haben. Die Planung von diesem Fest ist aus den bekannten Gründen nicht einfach und immer wieder von Fragezeichen begleitet gewesen. Am Schluss hat aber alles passt und sogar die Infrastruktur ist noch mal einen Schritt weiter. Mit dem dritten Sportplatz. Da sind wir zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte alle Mannschaften an einem Ort, am gleichen Ort. Es tut uns einen Haufen Telefon, Leerläufe ersparen, organisatorische super Sache. Und auch familiär halt. Das ist Zusammenhalt. Ich kenne jetzt den Kleinen, der immer vor mir Training hat oder nach mir. Oder und ich sehe alle. Und das ist super. Und punkto Präsidium, ja, ist auch ein Neustart. Seit etwa 10 Tagen habe ich mein Amt abgegeben, nach 10 Jahren, an ein bestehendes Vorstandsmitglied, an Biu. Und er ist unserer, ich sage jetzt immer noch unserer, vom Vorstand her, unserer Meinung nach, der Mann prädestiniert, der unsere verschiedenen Meinungen und Stellungnahmen kann packen, büscheln und einvernehmlich zu einem tollen Ziel führen. Der Rheinacher Gemeindepräsident findet lobende Worte für den FC Rheinach. Ein Verein, der 100-jährig ist, das spricht für sich selber. Das ist eine Institution hier in Rheinach. Und man kann wirklich sagen, wenn ein Verein 100-jährig wird, hat er wahrscheinlich sehr viel gut gemacht und sehr viel richtig gemacht. Und ich habe wahnsinnig Freude, dass man jetzt das Jubiläum auf der neuen Anlage feiern kann und auch zeigen kann, was der FC Rheinach in den nächsten 100 Jahren wird machen können. Nämlich das Gleiche, sehr viel für die Integration hier in Rheinach machen, für die Jungen. Es ist enorm, was sie Mannschaften im Juniorenbereich haben. Und das ist ein Beitrag an das soziale Leben hier in Rheinach, der nicht zu übertreffen ist. Der Rolli Ming war schon zweimal Präsident des FC Rheinach und hat sein Amt vor wenigen Tagen an seinen Nachfolger übergeben. Er ist einfach ein Urgestein hier von Rheinach, wie ich es verstanden habe. Alle Leute kennen ihn, er ist sehr beliebt. Und ich übernehme von ihm natürlich einen riesen schweren Rucksack. Aber es ist natürlich, ich darf hier einen geordneten Erbe antreten. Der Rolli Ming ist jetzt Ehrenpräsident. Wie fühlt sich das an? Ja, wenn sie die anhauen, die du immer um dich herum hast, entweder von der Mannschaft oder vom Vorstand, die kommen dann halt. Oder? Die müssen dann den rauslassen. Oder? Die können dann nicht mehr Rolli sagen. Und dann muss ich einfach einmal schmunzeln. So. Dann realisiere ich es, ja. Und zum Schluss noch das originelle Motto vom neuen Präsidenten vom FC Rheinach. Das Ziel muss sein, dort einmal gewinnen wir, das andere Mal verlieren die anderen. Die Gemeinde Rheinach erinnert daran, dass die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer dafür verantwortlich sind, dass Pflanzen, Baumäste, Sträucher und Hecken entlang der Grundstücke zurückgeschnitten werden und den Fußgänger- und Strassenverkehr nicht beeinträchtigen. So dürfen auch keine Verkehrssignale, Strassenschilder oder die Strassenbeleuchtung verdeckt sein. In Rheinach ist die Bio- und Grünabfuhr gratis. Noch bis im November wird das Grüngut jeden Dienstag mitgenommen. Es kann in Container oder in Bündel zusammengeschnürt oder dann in einem luftdurchlässigen Behälter, also zum Beispiel in einem Korb, bereitgestellt werden. Zudem gibt es einen Häckseldienst, für den muss man sich allerdings anmelden.